Marius Ebert hier, wir spielen Frage und Antwort. Es geht um die OHG, genauer gesagt um den OHG-Gesellschafter. Und noch genauer geht es um die Haftung bei Ausscheiden. Wenn also der OHG-Gesellschafter ausscheidet aus der Gesellschaft, wie lange muss er noch haften? So müsste eigentlich korrekt die Frage heißen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen auf den Punkt gebracht und abgekürzt. Wie lange haftet der OHG-Gesellschafter noch, nachdem er aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, oder noch anders formuliert, wann verjähren die Ansprüche? Ja, man muss ja sowas hier durch Einrede geltend machen, ne? Wann verjähren die Ansprüche gegen den ausgeschiedenen OHG-Gesellschafter? Und die Antwort lautet: in 5 Jahren nach Ausscheiden. Ja, wenn er also ausgeschieden ist, dann kann er noch innerhalb dieses Zeitraums für Verbindlichkeiten der Gesellschaft verantwortlich gemacht werden, und zwar im Rahmen seiner Gesellschafterhaftung, die ja bekanntlich ist, unmittelbar, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch. Aber wenn natürlich die Forderung gegen die Gesellschaft aus anderen Gründen verjährt ist, ja, dann ist sie natürlich auch gegen ihn verjährt. Na, das muss auch klar sein. Also wenn jemand eine Forderung gegen die Gesellschaft hat, die nach 3 Jahren verjährt, dann kann man nicht den OHG-Gesellschafter dafür verantwortlich machen. Das ist auch klar. Ja? Aber normalerweise erst nach 5 Jahren nach dem Ausscheiden ist er völlig frei von seiner unmittelbaren, unbeschränkten und gesamtschuldnerischen Haftung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.